Mit dem Brutzi zusammen, da haben wir schon gesagt, ich habe ja so ein bisschen Urlaub, da haben wir gesagt, da müssen wir gucken, dass wir jeden Tag so ein bisschen, so vielleicht 2 Stunden oder was ranklotzen, weil das wären 8 Folgen und das, wenn wir 2-3 Mal machen, dann haben wir schon mal sehr viel gewonnen, dass die Freitage zumindest mal stehen. Gerade bin ich dabei, dass ich die Montags-Mittwochs-Folgen eigentlich jeden Tag, bis auf CLP, da werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen beim CLP. Da ist jetzt halt auch die Frage, soll ich dann irgendwas anders in der Zeit bringen, wenn ich es noch schaffe? Weil beim CLP, da werden es wahrscheinlich auch die Leute nicht schaffen, dann ja bei meinem Aufnahmemarathon quasi mitzumachen. Wenn ich sage, alles klar, jetzt CLP, wir nehmen auf, keine Ahnung, weil heute Zeit ist, 6 Stunden lang. Glaube ich nicht, dass die Leute sich so viel Zeit dafür nehmen. Die haben ja auch noch andere Sachen zu tun, ne? Was will ich mit der einen Fackel hier? Warte mal. Die stelle ich gleich mal irgendwo auf. Oh. Schau mich nicht so an, der war gezielt. So, die hänge ich mal daher. So, dann kann die daher. Ach, da hat er was weggeschossen. Das ist ja ein Lump. Obwohl, so viel brauche ich, glaube ich, gar nicht zumachen. So. Jetzt weiter Quarzfarmen. Das kann man stacken. Dann geht es nämlich in den nächsten Stack Quarz. Und das wird wieder Level geben, Freunde. Oh ja, Level. Davon können wir uns dann wieder irgendwas Schönes verzaubern. Oder die Bücher zusammenführen. Das war ja auch noch so ein Ding, ne? So, Lava über mir wäre doof. Da muss ich schnell sein. So, haben wir alles? Haben wir alles. So, wollen wir mal in die Richtung oder... Ne, da haben wir ja noch mehr. Wir haben sogar hinten am Portal haben wir ja noch Quarz. Ich war am Überlegen. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, weil das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird wieder mal etwas längeres werden. Quasi die Glaubensrichtung in den Nebel landen. Zum einen werde ich natürlich dafür so eine Art... so eine Art Hintergrundstory machen, so von wegen, was ist die Glaubensrichtung der Nebellande, woran glauben die Leute hier und so weiter und so fort, pipapo. Aber ich sag mal, ein Schrein oder eine Kirche, eine Kathedrale, irgendwie so etwas in der Richtung, soll es ja auch geben. Soll das dann in der Schwarzen Bergfestung sein oder soll das dann außerhalb so ein Komplex werden oder soll das innerhalb der Mauer nur so ein kleines Ding sein? Ursprünglich hatte ich ja mal gedacht, sieht recht zerpflückt aus, aber ist okay. Ursprünglich hatte ich ja mal gedacht, dass ich ganz oben so eine kleine Kapelle mache. Ich darf den Weg da nicht verlieren. So eine kleine Kapelle mache, wo ich dann quasi für mich selbst ab und zu mein Gebet zu dem oder den Göttern, je nachdem, was wir dann für eine Glaubensrichtung machen, spreche. So mal der Ursprungsgedanke. Aber ich will halt einmal so eure Meinung dazu wissen, was ihr denn davon so haltet. Klar, Religion ist immer so ein schwieriges Thema. Aber ich denke mal, das sollten wir hinbekommen. Hier, das hier ist eher schwer. So, dass ich hier schnell wieder rauskomme. Ich habe so die Vermutung, dass wir uns vielleicht sogar ganz durchbuddeln können. Oh nein. Okay. Ich glaube, ich schmeiße eine angefangene Spitzhacke weg. Klar könnte ich auch Koppels wegwerfen, aber wer weiß, wofür wir die noch brauchen. Alter, wie viel Quarz hier ist, das ist echt krass. Als nächstes werfe ich dann Stack Koppel weg. Dass wir uns da so ein bisschen in der Waage halten. Ich bin mal gespannt, ob sie irgendwann mal fest in Minecraft Rucksäcke implementieren, dass man da keine Mod für braucht, sondern dass die einfach so gibt, die Rucksäcke, weißt du? Das wäre ganz nice. Ich meine, Mojang hat sich ja sehr oft an Mods gehalten, also als Vorlage genommen oder was weiß ich, zum Beispiel Pferde, die kamen ja mit dazu oder lauter so Sachen, wo man früher Mods für gebraucht hat, wo halt danach in Minecraft implementiert wurden. Und wieso nicht auch mit den Rucksäcken?
Oder dass man die Stackzahl erhöht, weißt du? Das geht ja auch. So, da hinten müsste ich erstmal die Lava klein knipsen und dann haben wir hier noch jede Menge Glowstone. Da ist der Weg. Puh. Gerade ein bisschen sparsam geguckt, Freunde. Wie gesagt, ich habe keine Ambition, dass ich mich hier in irgendeiner Art und Weise verlaufe. So, du gehst erstmal komplett weg. So, da komme ich auch runter. So, als erstes krallen wir uns mal das hier. Das ist nämlich gerade so schön am Boden. Ich weiß gar nicht, gab das eigentlich Erfahrungspunkte, wenn man die Glowstones so zerballert hat? Müsste eigentlich, weil ab und zu geht ja dadurch sogar ein Glowstone verloren, ne? Weil man ja nicht immer, vier Stück rausbekommt. Oh weh, oh weh. Aha. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet, Freunde. Tut mir leid. Ich werde mich bessern, bestimmt irgendwann. Aha. Aber wir haben jetzt mitten in der Nacht. Wenn ich mein Handy finde, hier. Ja, 1:30 Uhr morgens. Kann ich auch nur machen, weil ich jetzt noch mal eine Woche Spätschicht habe. Das ist auch so lustig. Ich habe jetzt noch eine Woche Spätschicht, dann habe ich noch eine Woche normale Schicht. Und dann gehe ich doch tatsächlich noch 5 Tage lang in Urlaub. Wiedersehen. Und dann geht es für mich quasi schon los. Deshalb, wie gesagt, so extrem knapp bemessen, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde. Aber ich gebe mein Bestes. Das schwöre ich. Auf alles. Drum nicht wundern, also wenn der eine oder andere jetzt meint, boah, voll langweilig, hat ja gar nichts zum Erzählen und so weiter. Und wieso geht der jetzt im, keine Ahnung, September oder im Oktober auf Themen ein, die absolut uralt sind, ist ganz einfach. Wenn ich das erzähle, dann sind die noch brandaktuell. Da hat der Zeron damals so gesagt, das ist ja eigentlich relativ lustig gemacht, weil das Let's Play zu gucken ist ein Tor in die Vergangenheit. Es ist eigentlich jedes Mal ein Tor in die Vergangenheit, bloß halt der Zeitraum ist immer ein anderer. Normalerweise sind es so 2-3 Tage, wo ich aus der Vergangenheit berichte und jetzt sind es halt, naja, 4-5 Wochen, ne? Bis hin zu 2 Monaten. Ich bin mal gespannt. Ich hatte mir ganz kurz überlegt, ob ich vielleicht so quasi kurz bevor ich ins Taxi zum Flughafen steige, ne, ob ich hier so einen Livestream mit Facecam mache und dann so der nächste Livestream mit Facecam, da schaue ich dann komplett anders aus. Aha. Das wäre eigentlich relativ lustig. Ich weiß aber nicht, ob ich es durchziehen werde oder durchziehen kann. Ist immer so die Frage, weil ich weiß ja nicht, was mache ich, bin ich überhaupt hier und so weiter und so fort. Deshalb alle Angaben, wie immer, ohne Gewehr. Ich kann dich hören. Du Biest. Lass du mich gehen, lass ich dich gehen. Leben und leben lassen. Mikasa, nee, Mikasa ist Sukasa, ist was ganz was anderes. So, mit der Behutsamkeitsspitzhacke würde ich auch maximal bis auf Hälfte Haltbarkeit gehen, falls wir überhaupt so weit kommen. Ich denke mal, wir werden hier viel früher einen Schuh machen und uns verkrümeln. Aus Gründen von Platzmangel, weil ich habe den ganzen Koppel nicht mitgenommen, nur damit ich ihn hier wieder wegschmeiße. Okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen viel mitgenommen, aber das sei mal dahingestellt. Obwohl, zur Not gehen wir einfach in unsere hauseigene Koppelmine. Da waren wir auch schon ewig nicht mehr, Freunde. Oh, ich bin schon wieder voll. Soll mir nur recht sein. Wer weiß, wann wir so viel Material das nächste Mal brauchen. So, ansonsten, ich habe ja nichts irgendwie Mumpitz-mäßig, was ich wegschmeißen könnte. Naja, warte mal. So eine Steinspitzhacke. Weil die sind relativ billig, die kann ich einfach mal weghauen. Hauptsache, ich habe am Schluss noch eine oder zwei. Da könnte ich weitermachen. Die ich dann noch verballern kann. Falls wir irgendwo wären, wo wir nicht mehr rauskommen sollten.
Und zum allergrößten Notfall habe ich ja immer noch diese Spitzhacke, beziehungsweise die Eisenspitzhacke habe ich ja auch noch mit am Start. Die hätte ich auch zu Hause lassen sollen. So, noch eine Eisen, Steinspitzhacke. So, da war noch Koppel. Jedes Mal sage ich Koppel, ich meine doch den Glowstone. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Hoffe ich doch. Ja, Themen, also die aktuellen Themen momentan, ne, also da möchte ich nicht drüber reden. Die ziehen einen eigentlich nur runter, was da momentan alles so auf der Welt passiert. Beziehungsweise bei uns in Deutschland. Die ziehen einen immer nur runter und deshalb möchte ich darüber nicht reden. Ich will es nicht totschweigen, um Gottes Willen, nein, nein. Totschweigen, das machen genügend. Was ich auch nicht richtig finde, ist dann das Ausgeschlachte von den Medien bis ins Letzte. Finde ich auch nicht richtig. Zum einen, naja, ich weiß nicht, also die Familien der Angehörigen und so weiter, ne? Da ist ein Magmaschleim. Die müssten sich ja da auch irgendwie, ich weiß nicht, kommt man sich da komisch vor? Ich weiß nicht. Mir persönlich ist es ja, ich sag mal, dreimal auf Holz geklopft und so. Mir ist es ja nicht passiert. Ich weiß nicht, wie man sich da fühlt. Ich weiß nicht, was man da empfindet. Aber ich glaube, man stellt sich dann halt diese Fragen so, wieso, warum, weshalb, wieso hat er das getan? Dann baut sich auch so ein bisschen dieser Hass baut sich dann auf, dieser, ja, wie soll ich denn sagen, ich möchte ja schon fast Menschenhass sagen, ja, aber das ist der, wow, das ist der falsche Weg, da komplett Hass aufzubauen und dann alles über einen Kamm zu scheren. Das ist, als ob man sagen würde, jeder Deutsche ist ein Nazi quasi, ja, das ist auch dieses über den Kamm geschert, dass man so sagt, hier alle von der und der ethnischen Gruppe, das sind alles Terroristen, hier von da und da, das sind alles nur Schmarotzer, die in unser Land kommen und so weiter. Das ist der absolut falsche Weg, den möchte ich nicht unterstützen, den werde ich nicht unterstützen. Und jetzt aber schnell durch. Von daher, du hast, egal wo du hinguckst, du hast überall schwarze Schafe. Du hast bei uns schwarze Schafe, du hast bei denen schwarze Schafe. Es ist egal wo. Solange es Menschen gibt, gibt es immer auch schwarze Schafe. Und das fand ich neu so lustig. Da habe ich mal einen Bericht gelesen, dass die Menschheit noch ein Jahr Zeit hat, Abwehrmaßnahmen gegen einen Superkometen zu treffen, bevor uns trifft. Und hey, blöde Fliege. Oder Mücke oder was auch immer es war. Und fand ich recht interessant. Und dann bin ich mal auf den Artikel und dann habe ich mir schon gedacht, oh, wo, wo, jetzt flippen sie wieder alle aus und bla und blub. Und naja, es war wohl, also uns wird in einem Jahr kein Superkomet treffen. So viel steht fest. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, ne, die besteht ja vom Prinzip her, besteht die ja immer. Weil das Weltall, ja, das komplette Universum ist eigentlich, naja, gab es auch ein cooles Ort, das Universum ist ein Scheißplatz oder ein Scheißort oder irgendwie sowas. Denn abgesehen von der, ach nö, hallo, ich bin hier gerade am Abbauen und am Erzählen, du Typ, stirb. Könntest du vielleicht hochkommen, dann würde ich vielleicht sogar was looten von dir. So, ich schau mal schnell. Seensand, wollte ich Seensand mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Oh, da kommen wir sogar hin. Schönen guten Tag auch die Herren Schweine. Also Quarz ist ja echt mal göttlich. 2, 4, fast 5 Stacks haben wir jetzt dann. Da kriegen wir einiges raus. Du bist eine Gasträne. Gasträne mitgenommen. Haben wir nämlich noch nicht allzu viel. So, diese Richtung. Und dann muss ich da hoch. Irgendwie. Ich muss dann mal, wenn wir zu Hause sind, mache ich mir mal ganz kurz einen Blick in die Seensandtruhe. Wie es denn da ausschaut. Nächste Spitzhacke weg.
Obwohl, weißt du, so ein Stack. Ein Stack in Ehren kann keiner verwehren. Holen wir uns einfach mal. Achso, ich sollte vielleicht noch eine Spitzhacke wegwerfen. Oh, die Schaufel macht auch nicht lange mit. Na gut. Dann sei es drum, dann bauen wir hier die komplette Schaufel lang Material ab. Und wenn die kaputt ist, dann können wir uns vielleicht gleich den zweiten Stack vom Seelensand holen. Außer es ist nicht besonders viel, dann schmeißen wir den natürlich weg.